und herzlich willkommen zu Tasty Tasty. Und zwar unboxen wir heute den neuen Thermomix 6 und dazu den passenden Trolley. Hier haben wir diesen riesen Karton von Vorwerk einfach zugeschickt bekommen. Mit allem drum und dran. Und wir gucken mal, wie die das hier so eingepackt haben. So. Schwuppsdiwupps. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Achtung! Beim ersten Einschalten des Thermomix 6 muss das Gerät auf den neuesten Softwarestand gebracht werden. Also eine kleine Einführung. Hier hilft mir übrigens jemand beim Auspacken. Möchtest du dich hinstellen? Gucken? So, guck mal, kannst du auch schauen. Stell dich ein bisschen an die Seite. Und dann nehmen wir mal das erste Paket raus. Uiuiui. Ich vermute, hierin befindet sich der Varoma. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt direkt mal an. Sogar das ganze andere Zubehör. Also, wir haben hier den Varoma einzeln eingepackt, den Deckel. Ja. Freddy packt hier auch schon ordentlich aus. Dann haben wir den neuen Spatel. Falls ihr noch nicht in das Video reingeschaut habt, also den Vergleich zwischen Thermomix 5 und Thermomix 6, ich verlinke euch hier oben die Infokarte, drückt drauf, dann könnt ihr das sehen. Das ist zum Beispiel ein ganz anderer Spatel als der vom Thermomix 5. Hier ist dieser neue Spritzschutz drin. So sieht der aus. Und der Schmetterling, um Sahne zu schlagen. Dann haben wir die Varoma-Form. Die ist auch gleich geblieben, würde ich sagen. Und natürlich auch den Einlegeboden. Jetzt wieder was Neues hier im Programm. Und zwar der neue Messbecher. Der fällt einfach nicht mehr aus dem Deckel raus, wie es immer beim alten war. Das ist schon mal mega praktisch für mich. Oh, der Freddy, der holt uns hier was aus. Zeig das mal. Was haben wir hier? Das neue Kochbuch. Schaut mal, so sieht das aus. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt haben wir hier natürlich das Herzstück noch drin. Und zwar geschützt hier durch weichere Pappe. Und den packen wir jetzt mal aus. Was ist da noch drin? Mal gucken. Wir gucken mal. So, dann macht man hier ein bisschen Platz. Und dann holen wir uns den hier raus. Oh, der ist aber schwer, ne? So, der neue Thermomix. Wir packen das Ganze mal aus. Knister, knister, knaster. So. Gut verpackt. Und hier ist das Herzstück noch hier mit Schutzfolie. Ich sehe immer bei ganz vielen, dass sie die gar nicht abmachen. Ja, so sieht der aus. Ist eigentlich toll. Ich bin ganz verliebt. So, was noch drin war, war die Bedienungsanleitung und das Thermomix-Magazin. Und jetzt kommen wir auch schon hier zum Trolley. Den packen wir auch noch eben zusammen aus. Übrigens kocht da hinten schon jemand mit dem Thermomix, ganz fleißig. Ja? Ja, mach auf. Hast du gekocht? Mach mal an. So. Kommt im fast gleich großen Karton, würde ich sagen. Und jetzt schauen wir mal, wie das verpackt ist. Was haben wir hier? Das ist das denn? Ich glaube, das ist die Tasche oben drauf. So sieht die aus. Ah ja, die kann man dann so einhängen in den Trolley hinten. Steht auch Thermomix drauf. Eine Rechnung. Und dann kommen wir hier mal zum Trolley. Der sieht so aus. Und, oh, der ist sogar richtig gepolstert. Der sieht auch anders aus als beim TM5. Ihr seht das schon unten, ne? Früher waren da so Aussparungen für die Waage. Hier ist auch nochmal so ein extra Schutz hinten drin. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass es nicht genau derselbe ist. Auch einfach ein bisschen wertiger und so ein bisschen dicker gehalten, finde ich. Ja, das war mein Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verlinke euch hier zwei neue Videos. Schaut da gerne mal rein. Und natürlich auch ein Abo-Knöpfchen, falls ihr Abonnent meines Kanals werden möchtet. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Video. Eure Laura.